besser konzentrieren. So, das erste Messer gekauft. Ganz normal als Kunde. Hallo Ladies und Gents. Willkommen in Italien, in der Toskana. Wir sind jetzt auf dem Weg, kann es natürlich wieder nicht lassen, Richtung Florenz. Wir sind am Meer untergekommen und fahren jetzt Richtung Florenz. Da gibt es eine kleine Schmiede, schon seit dem 13. Jahrhundert oder dem 12. Jahrhundert schon. Die nennt sich Saladini. Achtung, Mautstellung. Und da werden wir jetzt mal hinfahren und schauen uns mal diese tollen klassischen italienischen Messer an, die natürlich auch im französischen Style und auch spanischen Style haben, ähnlich wie Navajas. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann begleitet ihr uns. Also, bis gleich. Hallo Ladies and Gents, also meine Lieben, wir sind hier mit in Scarperia und was passiert? Ich bin beim Reinfahren schon, ist mir aufgefallen, hier gibt es einen Haufen Messerläden. Das kenne ich mir ja eigentlich nur von Thiers oder hier in Maniago. Oder in Maniago gibt es gar nicht so viele Messerläden. Und jetzt haben wir gerade die nette Dame hier gefragt. Es gibt 6 Messermacher-Schmieden hier in Scarperia, haben mich natürlich null interessiert, bis jetzt nicht informiert. Ich kannte, habe nur von Saladini gehört hier. Naja, jetzt geht's gleich los. Jetzt bin ich schon eingeladen für die erste Schmiede hier. Die nennt sich, das ist hier Artigiano Scarperia. Naja, jetzt geht's los. Also die sind alle sehr ähnlich, aber dieses Jagdmesser-Style gefällt mir schon wieder sehr gut. Wahrscheinlich muss ich jetzt dann da auch noch einen Abstecher machen. Ich wollte ja nur zu Saladini. Ich muss ja zugeben, dass ich das Video von Brandner gesehen habe. Und dachte, naja gut, da gibt es halt den Saladini in den Scarperia, aber hier gibt es noch viel, viel mehr. Und es gibt tolle Sachen hier. Also hier dieses Jagdmesser hier, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und dieses so Art Navaja-Style haben die scheinbar alle. Aber jetzt werde ich mal mich hier umschauen, was es hier für Unterschiede gibt. Ich habe auch schon gesehen, die Fixed interessieren mich nicht so. Diese Sachen interessieren mich hier. Das sind die ganz klassischen designten Messer. Das sind hier so die alten. Das ist wie ein kleines Museum hier. Hier hat es ein ganz altes Buch, da haben sie welche nachgebaut. Ich glaube, das sind schon die nachgebauten modernen, das sind keine alten Messer. Und hier sehen wir schon den Style hier aus Scarperia oder aus dieser Gegend hier. Wunderschön. Gibt natürlich auch alles für die Küche. Aber hier, die haben es mir angetan hier. Sehr schönes Design. Jagdmesser. Das ist das Thema auch nächste Woche in Frankreich. So, das sind hier diese, das ist auch interessant hier. So, jetzt werde ich mal hier mit der Inhaberin gleich mal weiter quatschen. Kaum eine halbe Stunde da, ist alles schon klar. Ich habe den richtigen Produzenten gefunden von den 6. Aber jetzt schauen wir nochmal einen kleinen an. Auch interessant hier, der hier gleich. Das ist eigentlich so ganz unscheinbar hier in der Gasse. Hier ist hier die Kirche, die Stadtmauer. Hier, der heißt hier Ferry
was heißt das? Filiristi? Na egal, es ist einfach 35 Grad, es ist zu heiß. Sorry, Leute. Also, hier sind wir in einem super coolen, also wenn ihr mal nach Scarperia kommt, müsst ihr mal in den Laden rein hier. Also mehr Rustico gibt es fast schon nicht. Die haben natürlich hauptsächlich, wie die Franzosen, auch ihren klassischen Style. Also auch hier hat jede Region, wie in Frankreich, so ein bisschen den eigenen Style. Kommt auch viel, habe ich jetzt schon in der Wacher gelesen. Und hier werde ich mir auch was Kleines kaufen. Hier ist zum Beispiel ein Saladini-Hochzeitsmesser. Das ist hier so auch so eine kleine Tradition, dass wenn man heiratet, ich weiß nicht, ob der Mann oder die Frau das bekommt oder der Brautvater dann das dem Ehepaar schenkt. Aber ihr seht schon hier auch Küchenmesser. Meine Frau hat schon einen Topf gefunden und ich habe mir ein kleines Messer rausgesucht. Aber hier werden wir definitiv leider nicht ins Geschäft kommen, aus verschiedenen Gründen. Sehr schöner Laden auf jeden Fall. Wenn der Scarperia kommt, müsste man hier reinkommen. Unbedingt. So, da habe ich was Schönes, Nettes gefunden. Ein kleines Piccolo nennt sich das. Und was mir gut gefällt, ist natürlich hier diese Lederscheide. So, jetzt werde ich nochmal schnell mitnehmen. Und was wir jetzt schon mitbekommen haben, ist, kommen hier, dass hauptsächlich früher hier Scheren hergestellt worden sind. Also das ist die Historie von Scarperia und nicht die Messer. So, das erste Messer gekauft. Ganz normal als Kunde. Meine Lieben, das ist die erste Auswahl, die ich getroffen habe. Mal klassisch mit Mammut. Dann haben wir hier einen eigenen rostfreien Damast, den die hier machen. Das meiste natürlich mit Horn. Dann, das sind die Klassiker. Dann haben wir hier mal ein Messer, das wurde hier gemacht, als keine Spitzen erlaubt waren. Aber die sind sehr scharf, gefällt mir gut. Was mir am besten gefällt, sind die Jagdmesser. Die Größen habe ich euch da mal gemacht. Das hier ist sehr groß, das ist 26 Länge. Und dann haben wir noch ein paar Klassiker, die sind so schön gemacht, da werden wir auch mal was bestellen. Und dann gucken wir mal. So, jetzt sind wir hier in der Golperia. Ihr seht schon, es ist alles hier so ein bisschen auch... Jetzt probieren wir mal die... Ah, okay, da sind hier die Materialien. Form, Steak. So schaut das hier aus. Aber das kennt ihr ja alles schon. Hier werden sie geschnitten. Und es ist sehr rustikal, genau wie die Messer auch. Hier arbeiten 3 bis 6 Leute. Ah, von so aber. Ah, von heute. Die sind heute gerade gemacht worden. Also der klassische Style hier, der hier geboten wird. Aber ich muss sagen, die Qualität ist sehr gut. Machen wir ganz gut hier. Wir haben auch keine Küchenmesser gemacht haben heute in dem Laden. Wir werden auch eventuell mal zuschlagen. Hier haben wir die verschiedenen Formen der Modelle, die die anbieten. Also die haben schon eine große Auswahl. Hauptsächlich natürlich Klassiker. Wir wollen mal ein bisschen jetzt uns auf die Jagdmesser konzentrieren. Man sieht schon, das ist alles schöne Handarbeit, aber es ist mit CNC. Die
die Maschine mit der Hand bedient. Wird Augenmaß genommen und dann sind wir hin damit. Ich denke mal, das könnten jetzt die Griffe werden für Löffel oder Gabel oder Küchenmesser. Ja, so schaut's aus. Alles klar, grazie. Ja. Wir haben ja gerade gefragt, das sind ja sehr schöne Messer hier, wie lange er braucht für, also hier, der Kollege, wie lange er braucht. Er sagt, er braucht einen ganzen Tag für dieses Messer. Also einen ganzen Tag Arbeit, um dieses Messer fertigzustellen. Muss ich sagen, von der Haptik fühlen sie sich sehr gut an. Sehr schöne Messer. Damprezzo. Damprezzo. Oder Damperzo. What is your name? Camperzo. Questa è una zuava di un cliente personalizzata. Ah. Personal knife. Ok. Sì. Anche questa qua. Name, the name cliente. Ah, ok. Sind wir bei Alessandro und Jacopo. Die haben zusammen 2015 hier Fontana's Carperia gegründet. Und jetzt komme ich mal zu euch. Und wir sind jetzt hier in der Galerie mit in Carperia. Das ist Jacopo und dann ist Alessandro. und wir schauen jetzt gerade, was wir bestellen. Wir werden also jetzt die erste Bestellung auslösen. Wir sind jetzt gerade mal dran. Ich will einfach mal zeigen, wie klein eigentlich hier die Firmen sind und aber auch trotzdem unterschiedlich. Und es wird hier alles mit der Hand gemacht. Okay, jetzt, wir suchen jetzt gerade hier die Klassiker raus und deswegen komme ich später wieder auf euch zurück. Lena am Selektieren. So, liebe Ladies and Gents, das war schon der Ausflug nach Scarperia an dem vorletzten Tag unseres Urlaubs. Wir haben sehr schöne Messer gesehen, vor allen Dingen hier von Jacopo und Alessandro. Alles handgemacht. Die können auch nur maximal zu zweit drei Messer am Tag machen. Das, was ihr jetzt seht, sind alles die klassischen Messer der Region aus Italien, teilweise aus Sizilien, Korsika, eben ähnlich auch wie in Frankreich. Darauf haben sie sich spezialisiert, aber auch sehr tolle Küchenmesser, die wir auch bestellt haben. Also man kann hier alles nur auf Bestellung bekommen. Genau wie bei Artigiano, Scarperia haben wir auch einiges noch bestellt, auch Küchenmesser-Sets und Steakmesser-Sets. Das, was ihr hier seht, sind halt die Klassiker. Wir haben jetzt mal gleich, ich hatte Gott sei Dank noch Messer dabei von Fox. Da hat ihnen das rote Eastwood Tiger mit dem Fett Carbon sehr gut gefallen. Und da haben wir jetzt gleich mal abgemacht, dass wir hier eine Sunday Edition machen. Hier nochmal Bilder aus Scarperia. Das spielt sich eigentlich alles nur an einer Straße ab. Wie üblich in der Toskana hat jede Stadt große Türme. Hier, das ist das Palazzo, nicht wie angenommen und anfänglich die Stadtmauer, sondern das Palazzo. Auch mit einem Messermuseum. Dazu hatten wir aber keine Zeit. Wir hatten tatsächlich fast einmal 44 Grad angezeigt bekommen im Auto. Es war so dermaßen heiß. Hier nochmal das Palazzo von innen, das man auch besichtigen kann. Ja, und das war jetzt die Ausbeute am Abend hier bei uns im Hotel. Ja,
Mir hat das super gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und bis bald auf unserem Kanal von Tools for Gents.